Wow. Moin Leute, Flymax hier. Wir zocken heute wieder Clash Royale. Heute startet die neue Season. Auch wieder mit einer neuen Karte. Saisonresultate. Hier ist ganz interessant, man droppt nicht so hart wie die letzten Male. Das heißt, es wird eine Trophäeninflation geben. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass wir alle in dieser Season einen neuen Allzeit-Trophäenrekord aufstellen. Auch das möchte ich mit dem Free-Player-Account dann schaffen. Nur auf 4525. Ist wirklich nicht stark gefallen. Es gibt gerade wieder eine neue Challenge. Ich mache ja alle Challenges auf dem Free-to-Play-Account. Das macht dann mega Spaß, weil du hast nur einen Versuch und du hast nicht alle Karten max und alles ist nice. Die Karneval-Challenge war ja Ewigkeiten. Die waren ja irgendwie 10 Tage da. Jetzt ist endlich neu. Retro Royale machen wir kurz zum Einspielen. Ist egal. Die Challenge kennen wir schon danach. Modern Royale. Da kann man dann auch verkacken. Da werden wir Hanky herausfordern. Wenn euch Clash Royale gefällt und es Bock gerade echt auch auf dem Free-to-Play-Account, genau wie Clash of Clans, könnt ihr gerne den Creator-Code Trimax eintragen. Hier seht ihr es. Der verschwindet alle 7 Tage. Kostet euch gar nichts. Freue ich mich riesig drüber. 5000. Alter, was kriege ich denn alles Free-to-Play? The fuck? Was geht denn? Sogar eine... Ey, von Season zu Season kriegt man ja Free-to-Play so viel hinterhergeschmissen. Viel, viel mehr als früher. Allein die Season geht los. Hier hast du erstmal eine Epic-Chest, eine Legendary-Chest. Was kriegen wir? Geil. Das ist geil. Das... Ja... Aufgrund des... aufgrund von diesem Deck werde ich halt... Ich weiß nicht, ob man es Public spielen kann. Und der Levelter Ofen geht nicht. Aber Friedhof feiere ich gerade extrem. Können wir sogar hochziehen. Besser kann es nicht losgehen. Okay, dann würde ich sagen, muten wir uns. Oh, übel Bock jetzt mit dem Deck. Das ist nur so, das Einspiel, danach geht die richtige Challenge los. Das verwirrt mich so sehr, dass die ganze Zeit der Scheiß hier sich am Bewegen ist. RIP. Was macht er denn für einen Scheiß? Habt ihr das gesehen? Der hat mich völlig zerstört. Müsste jetzt aber mit Elixier-Rückstand sein, aber mein Turm ist weg. Das Holz noch schnell genug? Nö, zu wenig getankt. Obwohl er kein Elixier und das sind ganz schön viele Skelette. Natürlich hat er Pfeile. Naja, ich glaube, ich habe Elixier-Vorsprung. Ey, ich hasse das, dass die Arena auf Rädern ist. Wer hat sich das denn ausgedacht, Mann? Ohne Witz, ich habe da irgendwie brutale Probleme mit. Mir wird schlecht beim Zocken. Aber, weil ich scheiße bin an der Stelle. Warum hast du verloren? Weil ich alles falsch gesetzt habe und dann verloren habe, tatsächlich. Das finde ich auch gut, dass du einfach so eine ehrliche Haut bist, weißt du? Du setzt alles falsch und hast dann verloren. Ich habe nicht nur ein bisschen falsch gesetzt, ich habe wirklich alles falsch gesetzt, was ging. Ja, das ist... Und dann verloren. Jetzt sind wir 3-3. Auf die habe ich gewartet. Naja, war das jetzt so gut? Naja, 1, 2... Er wirft Scheißpfeile. Der Drecks Lightning ist halt unfassbar stark gegen mich. Oh, ich hab's geschafft! Habt ihr den Predict gesehen? Erzähl's mir doch. Let's go, jetzt haben wir ihn da, wo wir ihn haben wollen. Ah, die Pfeile und Lava-Puffs machen da doch ein bisschen Damage. Aber, easy going, kein Stress. Schön die Musketieren. Schön die Musketiere. Drin. Hier gibt's noch ein Skeleton Army Predict, wenn die noch überlebt. Nee, das wäre auch zu krass gewesen. Aber es reicht, es ist mein Herz Turm. Blutet. Das war einfach, das war clean. Ich hätte geguckt. Und ja. Mein Turm ist fast. Was? So gefällt hast du, ja? Ja. Das war ein geiles Game. Ja, ich bin 5-0. Wie sieht's bei dir aus? Ja, immer noch 3-2. Ja, wie oft hast du denn verloren? Kann das sein, dass du ein bisschen dumm bist? Das ist alles, was ich immer hören wollte. Sehr gut. Ach, ich wusste es. Habt ihr gesehen, wie geil ich den Baby Dragon geplaced hab? Wahnsinn! Richtig gute Defense. Seit wann so gut? Weiß ich auch nicht. War auch alles hier ein bisschen... So auch ein bisschen, ja, Sachen halt. Ja, es ist halt krass. Das war ein richtig gutes Game einfach. Ich hab die neue Karte. 6-0 kurz durchgerusht. Okay, bist du bereit fürs erste Game? Wir gehen gleichzeitig rein. Heute ohne... Letztes ready? Mal mit Coach, heute ohne Coach. Bist du ready? Ich bin ready. 3, 2, 1, kämpfen. Alter, geragte Windreiterin, ne? Da macht er noch den Tornado, aber das ist für mich in Ordnung, weil ich hab's. Mann, ich spiel ganz schlecht gerade jetzt mal. Hatte ich eben doch auch die Runde, Max, komm. Nee, musst du verlieren, damit wir wieder gleich aufsehen. Nein. Steht im Gesetz. Ich
Ich hab verloren. Ich hab mega doll verloren. Was für ein scheiß Game, Alter. Ich hab ganz schlecht gespielt. Er hat mich extrem aggressiv gemacht. Jetzt die Stimmung im Keller. Nein, nein, was? Ja, Digga, wie flawless ist denn die Defense? Den nicht angreift, Digga. Das ist halt räudig. Rechts wieder Royal Ghost. Mal dieser Split-Push auf beide Lanes, die wir hier angreifen. Wie lässig. Ist ihn gerade geklont? Das war sein Todesurteil, dass er da den Ofen gespielt hat. Und ich glaube, damit habe ich das Ding jetzt sogar gewonnen. Wäre natürlich lässig, ne? GG, hab gewonnen. LOL, die Firecrackerin geht zurück und die Bandite kommt durch. Das ist es. Richtig geiles Game. Was für ein geiles Game. Ich hatte gerade ein richtig geiles Game mit guten Plays und viel Spaß. Wenn ich früh splitte, dann kriegen die nicht alle den Schaden. Jetzt kommen noch die Fledermäuse mit DPS rein. Das war wieder richtig... Ich splitte die Guards so geil, Alter. Dafür feiere ich mich irgendwie selber ziemlich doll. Ich weiß nicht, ob das die Zuschauer merken. Ich lobe mich heute ziemlich oft. Aber wie ich finde, absolut berechtigt. 8-1. Der ist mein Game ist ganz, 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 ganz crazy. Der spielt richtig gut. Shit. Er darf nichts connecten. Hab ich was Verrücktes versucht. Jetzt muss ich was ganz Krankes. Ganz kranker Predict. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Damage, 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 Damage. Komm schon, komm. Oh mein Gott, ja, 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 ja. Das war so geil. Junge, ich bin's einfach. Wie geil. Oh, es ist. Digga, guck dir allein meinen Chat an. Die Leute springen gerade auf. Digga, die machen so hart Party, Mann. Es ist 20.45 Uhr mitten in der Woche. Die gehen jetzt erstmal richtig brutal feiern. Bis 5 Uhr in die Früh. Bin dabei. Ist in Ordnung, Leute. Ihr könnt, das war's. Das war das Ziel. Ihr seid jetzt, feiern, ihr seid jetzt so gehypt einfach. Ihr könnt jetzt den Stream ausmachen und einfach feiern gehen. Das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Das war trotzdem ärgerlich. Krieg ich einen Preußen zusammen? Oh, der kriegt noch gut jetzt raus. Der ist jetzt auch geraged. Oh, ist der Preußen zu viel? Ist das too much? Ist das too much? Ah, die gehen down. Kacke, es war too much. Ich hätte ihn anmachen müssen. Das waren die schlechtesten Guards aller Zeit. Ich habe noch nie gegen Mauerbrecher gespielt. Das war ja das Un... Es ist nicht in Worte zu fassen, wie ich gerade versagt habe. Digga, sein komischer Kackfischer, der nervt mich komplett, ne? Ja. Der nervt mich richtig doll. Ja, er kriegt meinen Turm so oder so. Ich weiß nicht, hat er einen Zauber noch? Ich weiß das gerade gar nicht. Nee. Ich weiß nicht, wie ich das gegen die Typen verteidigen soll. Der nervt einfach nur unfassbar doll. Meiner nervt 5-mal so doll, sag ich dir. Meiner auch. LOL, die Zeit ist vorbei! Ich hab null auf die Zeit geachtet! Wie geil! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich dachte gerade, ich hab verloren, weil das Spiel auf einmal vorbei war. Habt ihr die Zeit? Ich hab nicht. 50 Sekunden, dann geht's danach, wer mehr Schaden gemacht hat, ne? Der hat doch, was hat der für eine Drecks-Defense? Da würde ich mega ausrasten, wenn ich du wäre. Du hast gerade alles gesetzt, was du hast, und da ging gar nichts. Ja, ich weiß. Der connectet sogar noch. Christian, keine Chance. So eine Scheiße. Ich komm nicht durch. Was? Der hat immer alles komplett ready gehabt. Was ein scheiß starkes Deck. Leute, wenn ihr der Challenge flawless durchgehen wollt, spielt das Deck. 3, 2, 1, kämpfen. Wenn ich jetzt gewinne, habe ich gewonnen. Lol. Auf die eine Seite ein Mega-Ritter, auf die andere Seite ein Elixier-Golem. Warum? Ich habe seinen ersten Turm nach 10 Sekunden gefühlt. Was? Mein Gegner hat ein ziemlich starkes Deck. Alter, war das ein geiler Royal Ghost. Habt ihr den gesehen? Die Fledermäuse. Er tankt die Fledermäuse. Turm ist fast down.
Nice, 1-0. Ich habe hier gerade richtig krass gefailt. Heftig. Was ist los bei mir? Ich verliere noch einen Turm. Ich habe alles, was ich habe, gerade gefailt an der Stelle. Holy shit. Einmal aber ich glaube, ich kann deffen. Alter, was eine geile Defense. Ja, kann ich deffen. Okay, ich habe jetzt Ich habe gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. Bist du jetzt komplett durch? Ich bin komplett durch. Ich hatte ein geiles Deck, ich habe gut gespielt. Ich hätte damit selber nicht gerechnet. 10-1 ist halt absolut GG. Nächster Emote auf dem Free-to-Play-Account. Die machen das ja, ne? Das wäre ja irgendwie... Alter, richtig gut. Der Turm geht down. Beide seine Karten einfach weg gewesen. Die haben nichts gebracht. Die Windreiterin ist es halt. Du siehst das, ich bin Windreiter-Pro. Falls du mal irgendwie eine Windreiter-Challenge nochmal hast und du einen Pro einladen willst, sag mir Bescheid. Ich finde die Karte, mir macht die Karte gar keinen Spaß, ne? Ich liebe die. Mir hat noch keine Karte. Doch, der Golem mit Klon hat mir mehr Spaß gemacht. Golem-Klon? Ja. Ja, guck mal. Das ist meine letzte Runde, Leute. Das ging halt wieder ganz locker flüssig durch, ne? Strong, aber auch 10 Wins. 10-2, ne? 10-2. Strong. Ich hatte damit die Challenge gewonnen, aber sehr stark gespielt. Die nächste Challenge ist schon wieder in 4 Tagen da. Legenden-Ladies Auswahlherausforderung. Auswahlherausforderung finde ich auch immer richtig geil. Leute, das machen wir wieder in 4,5 Tagen. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren, um nichts zu verpassen. Und dann würde ich sagen, Meinung in die Kommentare. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schaut bei Henki vorbei. Tschüss.